Da dieses Video vor dem Upper-Red-Video aufgenommen wurde, ist es noch ohne Kamera und mit dem alten Schnittstil. Außerdem bin ich mir gar nicht sicher, ob ich für die Hall of Shame-Videos überhaupt den Schnittstil ändern will, da dieser low-key trashige Schnittstil eigentlich auch genau passt für dieses Format. Aber jetzt weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hall of Shame. Wenn ich weiß, was die Hall of Shame ist, schaut am besten mal in die Beschreibung. Um herauszufinden, um wen es heute geht, führt diesen Satz fort. Hey, ich bin's wieder, eure Lan. Auf sie als Thema in der Hall of Shame bin ich durch mein letztes Hall of Shame Video gekommen, da sie die beste Freundin von Rebecca Wing war oder noch ist. Leider wird es ein bisschen schwieriger, ihren ganzen YouTube-Geschichte zu erzählen, da sie keine ihrer alten Videos noch online hat und man auch in der Wayback-Maschine nichts dazu findet. Trotzdem fangen wir mal ganz von vorne an. Thilan hat ihren Kanal am 16.01.2018 gegründet. Wann sie ihr erstes Video hochgeladen hat, konnte ich allerdings nicht herausfinden. Daher kann ich auch nicht sagen, ob sie mal relativ normale Videos gemacht hat oder ob sie direkt mit den Trash-Videos à la Rebecca Wing auf YouTube eingestiegen ist. Um direkt mal ein paar gute Worte zu verlieren. Sie hat im Gegensatz zu anderen YouTubern, die solche Videos gemacht haben, klar in ihrer Kanalbeschreibung kommuniziert, dass ihre Videos nur der Unterhaltung dienen und nicht echt sind. Grundlegend gibt es nur zwei Trends, die sie damals mitgenommen hat. Nämlich erstens den Momo-Trend und zweitens den Game Master-Trend. Angefangen hat sie damals mit ihren Momo-Videos. Zum Beispiel hat sie sich mit dem Koffer zu Momo geschickt. Schickt mich dann zu Momo. Oh mein Gott, seid ihr auch richtig gespannt, Leute? Von diesem Video hat sie dann auch eine ganze Menge gemacht. Im Juli 2018 hat sie innerhalb 8 Tage ganze 15 Videos zum Momo-Hype hochgeladen. Generell hat sie ihre Videos einfach unglaublich lange gestreckt. Das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich, damit erfolgreich zu werden, wenn man sich mal die TikTok-Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute anguckt. You, Gucci Gang, Gucci Gang. Das macht sie natürlich nur, damit sie auf die damals noch 10 Minuten kommt, um mehr Werbung auf ein Video schalten zu können. Der Inhalt der Videos war damals also quasi nicht vorhanden. Oh, okay. Lan. Dann kam ein Video von ihr mit dem Titel Outing, meine Wahrheit. Und nein, sie macht nicht den Miguel Pablo von damals. Ladies and gentlemen, we got him. In diesem Video beschwert sie sich darüber, dass die ganze Welt sie hassen würde und sie deswegen in die USA gereist sei und sie nun deswegen mit YouTube aufhören würde. Vor allem das Wort Mobbing hat sie damals nur ganz selten in den Mund genommen. Die Mom ein, die Mom, Mobbing, ich bin ein Mobbing-Opfer. Wie ich das Wort Mobbing gar nicht mehr hören möchte. Und das in einem Video von 22 Minuten Länge. Also echt ein guter Durchschnitt. Aber auch in so einem funny Video muss ich kurz etwas ansprechen. Mobbing ist etwas sehr Schlimmes, vor allem im Kind- und Jugendalter. Es kann einen Menschen prägen und seine ganze Zukunft verändern. Solltet ihr aktuell Probleme damit haben, dann wendet euch bitte an eine Person, die euch nahe steht und die euch dabei helfen kann. Am Ende wird es sich immer besser anfühlen, sich seine Probleme von der Seele zu reden. Ich rede da aus Erfahrung, da ich im Jugendalter eine sehr lange Zeit wegen meines Gewichts gemobbt wurde. Und solltet ihr einer der Pisser sein, die gerade jemand mobbt, dann bitte geht zu euren Eltern und mobbt die dafür, dass sie euch so beschissen erzogen haben. Aber nun wieder zurück zum T-WLAN-Thema. Ehrlich, ey, fick dieses Internet in Deutschland! Fick dich! Dieses Ding kann sich ficken! Dieses Ding! Fick dich! Fickt euch alle! Drecks Internet! Fick dich! Das große Problem an diesem Video war einfach, dass es bestimmt viele Leute gab, die sie wegen ihrer Videos beleidigt haben. Aber da sie am Ende einfach genauso weitergemacht hat wie davor, kann es nicht so schlimm für sie gewesen sein, wie es in dem Video beschrieben wird. Und das ist einfach unglaublich schäbig, da es über 500.000 Menschen allein in Deutschland gibt, die ein echtes Problem mit Mobbing haben. In dieser Zeit hat sie auch ein All-Time-Classic von ihr hochgeladen. Das Video mit dem Titel, Ein Tag als Junge verbringen. Typisch Jungs-Sachen machen. Sexismus, wir kommen, kommen, kommen. Ich möchte heute ein Junge sein. Also Hand aufs Herz, im Stehen zu pissen ist schon ein Big Flex. Also Jungs tragen ja generell gar keine Schminke. Nicht so wie die Mädchen. Sexismus.
Also heute gibt es ein Make-up-Tutorial bei Lan. Da guckt man einmal nicht hin und auf einmal sitzt da einfach ein Junge im Auto. Ich kann es ja wirklich nicht glauben. Und vor allem, was sind diese Soundeffekte? Wo kommen die her? Das gibt mir irgendwie die Vibes von diesem Video hier. Woher? Woher? Du bist still. Lan, ich sag einfach, dass ich eine Transe bin. Oh mein Gott, jetzt habe ich das Wort gesagt. Das wollte ich nicht sagen. Ey, ich kann das alles wirklich nicht mehr. Wenn das so weitergeht, könnt ihr mich in 6 Monaten aus der Charité abholen. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, was sie vorhin damit meinte, dass sie eine Transformation macht. Lan. Aber mal ernsthaft, was hat sie sich dabei gedacht? Oh mein Gott, ich habe mir on cam in die Hose geschissen. Egal, ich lasse es einfach mal drinne. Ich muss kacken, ich habe mir in die Hose gekackt. Ich habe mir in die Hose, hilf mir. Ich habe mir in die Hose gekackt. Echt jetzt? Excuse me, what the fuck? Ich muss noch meine Hose wechseln, weil Jungs tragen Röhrenjeans. Habt ihr gehört, meine Kameraden? Wer von euch gerade keine Röhrenjeans trägt, der soll sich nochmal Gedanken über seine Männlichkeit machen. Die Hose ist so eng geworden. Ich hab da drin voll so ein Camel-Toe. What? Ich bin zwar kein Freund von Hochzeiten, aber ich mag scheiden. Lan. Und ich muss wie ein Kerl drehen. Ich mag das Outfit voll. Ich sehe so swag aus. Digga, ich hab nur einmal geblinzelt und auf einmal sitzt da einfach Apo Red, der Allerechte. I'm gay. Wow. Obwohl, wenn ich nochmal so nachdenke, erinnert mich das eher an ihn hier. Okay, pass auf. Erstmal, wenn ich irgendwie rede oder zur Seite gucke, dann haben Bitches die Schnauze zu halten. Ich brauch ab und zu mal einen neuen Style, verstehst du? Ah, ist schon fresh, wenn man so ein bisschen rumläuft und so. Nach dem ganzen Momo-Hype ging es bei Tilan dann weiter mit den Game Master-Videos. Eine Videoreihe, die uns allen wohl noch sehr gut im Kopf geblieben ist. Und vor allem ein paar Videos dieser Reihe gehören einfach ins YouTube-Deutschland-Museum. Es sind einfach zeitlose Klassiker. Dazu zählen Videos wie zum Beispiel Game Master geht an meine intime Unterwäsche, an verlassenen Ozean aufwachen durch Game Master, Wachse meine Vagina geht wirklich schrecklich schief, Game Master will mich ficken als Jungfrau ohne Pille, Entjungfert Game Master und schwanger von ihm. Ja, hallo, ist hier die Charité. Ich rufe an, da ich mich gerne in eine geschlossene einweisen lassen würde für so 6 Monate. Wäre das möglich? Der Grund? Nee, über den Grund möchte ich nicht reden. Das können wir besprechen, wenn ich dort bin. Den Termin morgen? Okay, machen wir so. Danke. Danke vielmals. Anfangen tun wir jetzt aber erstmal mit dem Video Game Master ist vegan. Salatgurke, neuer Hinweis. Ja, ich halte gerade eine Gurke in der Hand, wie ihr sehen könnt. Und das ist wirklich unangenehm, sowas zu kaufen. Mir wäre es auch wirklich unangenehm, mit einer Kamera in den Laden zu gehen, eine Gurke zu kaufen, mit dem Bewusstsein, dass man im Internet Videos darüber dreht, wie der Game Master einem die Gurke anal einführen möchte. Machen wir mal weiter mit dem Video Game Master geht in meine intime Unterwäsche. Da ich kein Reupload dazu gefunden habe, kann ich mich nur auf die Aussagen beziehen, die ich in meinem eigenen Video über Tilan getroffen habe. Ih, er schnüffelt dran. Ih, er ist sowas von eklig. Ih. Jetzt missbraucht er auch noch meine ganzen I, jetzt lacht er auch noch ekelhaft. I. Man muss sich mal vorstellen, da ist ein Typ. Nein, nicht ich selbst. Der sich eine Maske aufsetzt. Warum hast du eine Maske auf? Der bricht dann ganz casual in Tilans Bude ein, nimmt sich ihre Unterwäsche und ist so. Oh. Endlich darf ich an ihre Unterwäsche schnüffeln. Boah, gleich haben wir den Salat, ey. Vitali Zirant. Lan. Ich meine, wir leben in 2024. Es ist ja wohl das Einfachste, sich heutzutage tragende Unterwäsche online zu kaufen. Wenn man da Lust drauf hat, no King and no Queen Shaming. Aber ich finde es auch ein bisschen funny, dass er nur an ihrem BH riecht. Ich meine, wir können uns ja sicher sein, dass sie selbst den Game Master spielt. Für sie war es dann wohl eine Stufe zu viel, an einem Tanga zu schnüffeln. Da war der BH schon ausreichend genug. Machen wir mal weiter mit an verlassenen Ozean aufwachen durch Game Master 24 Stunden. Das Spannendste an diesem Video ist tatsächlich, dass sie sagt, sie sei im und nicht neben dem Ozean aufgewacht. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Also machen wir direkt mal weiter mit dem Video Wachse meine Vagina geht wirklich schrecklich schief. Und glücklicherweise ist das das einzige Video, das ich von ihr gefunden habe, das sie nicht gelöscht hat, sondern einfach nur auf privat gestellt hat. Und jetzt muss ich noch meine Unterhose ausziehen. Hier könnt ihr sehen. Okay. Komm, hol den Tanga raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Digga, ist das unangenehm. Leck mich am Arsch, Digga. Den Joke hätte ich nicht bringen sollen. 3. Digga, ich sag so, wie es ist. Der bearbeitete Clip von ihr ist einfach witziger als der von mir. 1. Ah!
Auch hier muss ich wirklich sagen, dass ihre eigene Bearbeitung schon wieder so trash ist, dass es wirklich einfach lustig ist. Also ich brauche diese Bibliothek an Soundeffekten auch, die Tila benutzt. Das ist einfach goated. Oh, ich habe vergessen, meine Unterhose anzuziehen. Egal, ich zieh die gleich nochmal an. Okay. Digga, es ist einfach viel zu funny. Ich weiß sogar selbst gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist halt obvious, dass vieles in dem Video für die Notgeilheit kleiner Jungen oder ganz alter Männer gemacht wurde. Machen wir mal weiter mit dem Video Game Master will mich ficken als Jungfrau ohne Pille. War das der Game Master? Da steht... Das war bestimmt der Game Master. Nein, Tilan. Das war nicht der Game Master. Das kann nur dieser junge Millionär hier gewesen sein. Besonders dicke Schwänze. Ich steh auf richtig harte, lange Schwänze. So what they say, Schwänze hart. Ich steh auf dicke Box. Ich steh auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Lan, schaut euch das mal an. Wieso sieht das so eklig feucht aus? Keine Ahnung. Oh mein Gott! Ich glaube, ich sollte doch woanders filmen, oder? Leute! Was ist das? Kann einer mir sagen, was das ist? Ich kann dir genau sagen, was das ist, Schätzchen. Das ist das, was man benutzt, damit sich Leute wie du nicht fortpflanzen können. Was ist das hier? Wirklich? Wieso? Das ist ein benutztes Kondom. Ew, das stinkt. Ja, hallo, hier ist nochmal Herr Breitenbach. Bin ich hier richtig bei der Charité? Ja, ich hatte vorhin angerufen, weil ich mich gerne 6 Monate in die Geschlossene einweisen lassen wollen würde. Wäre das vielleicht auch möglich, mich einfach für ganze 3 Jahre wegzusperren und dass ich nichts mehr von dieser Außenwelt mitbekomme? Wie, das funktioniert nicht. Das muss funktionieren. Warum ich mir so sicher bin, dass das Beste für mich ist? Weil ich ganz genau weiß, dass ich ansonsten mir und meinem ganzen Umfeld schaden würde. Machen wir jetzt aber noch weiter mit dem letzten Video. Entjungfert, Game Master und schwanger von ihm. In dem Video macht sie eigentlich nur einen Schwangerschaftstest, um dann am Ende zum Entschluss zu kommen, dass sie nicht schwanger ist. Eigentlich sehr schade, ich hätte nämlich gerne einen Young Lan gesehen. Lan! Aber was macht Tilan denn heutzutage? Oh, wisst ihr was, Leute? Als ich hier reingekommen bin, hat dieser Raum hier richtig gut nach Blumen gerochen. Also, ja, es riecht immer noch nach Blumen. Richtig erfrischend hier. Ich sag's euch, Digga, Hans auf Herz. Hanf auf Herz. Boah, bin ich high. Boah, yeah. Ich sag's euch Hand aufs Herz. Ich finde sie vor allem in dem Video richtig handsome und sympathisch. Generell muss ich einfach sagen, dass ich Tilan irgendwie richtig gerne mag. Sowohl sie als auch ich wissen beide wahrscheinlich, dass das damals scheiße war, was sie hier auf YouTube abgezogen hat. Aber am Ende kennt keiner die Person hinter ihr. Ich bin mir sicher, dass sie eigentlich eine ganz liebe Maus ist. Und auch wenn es für viele im Video wirklich so rübergekommen ist, als würde ich sie unglaublich hassen. Das tue ich nicht. Die Hall of Shame soll am Ende nur überspitzenwitzig darstellen, wie Leute, die eine eher schlechte Laufbahn auf YouTube hingelegt haben, ihren Weg gegangen sind. Zum Schluss habe ich nochmal ein paar Worte in eigener Sache. Da in meinen Videos sehr viel Zeit drin steckt, ich damit aber kein Geld verdiene, ist es sehr schwierig, seine Prioritäten richtig zu setzen. Falls ihr mich aber in dem, was ich mache, unterstützen wollt, habe ich euch meinen eigenen Vintage-Online-Shop verlinkt. Dort verkaufe ich originale Vintage-Klamotten. Es würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeiguckt. Ansonsten unterstützt ihr mich natürlich auch extrem mit einem Abonnement auf diesem Kanal oder einem Like oder Kommentar auf diesem Video. Danke für eure Unterstützung. Schlussendlich bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr euch eure eigene Meinung bilden solltet und die Kommentarsektion nun für Diskussionen eröffnet ist. Yo, I'm trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines.